Willkommen zurück zu GTA 5. Ja, wir sind in meiner Garage. Hab hier ein paar Wagen stehen. Also sozusagen, die gefallen mir jetzt. Wenn es euch nicht gefallen, nicht mein Problem. Weil jeder hat andere Autogeschmack. Jetzt mal sozusagen. Und ich mag halt eben teilweise auch so große Trucks. Oder Geländewagen. So. Wir machen jetzt mal ja, zwei Missionen oder drei. Wir machen jetzt mal den hier. Schauen wir mal, was wir selber rosten können. Das wäre nämlich schön. Ja, können selber. Meistens mache ich die Mission alleine, weil es für mich etwas besser ist. Ich mache sie immer schwer. Macht's am meisten Spaß. So, dann starten wir mal. Warte mal, ich muss noch schnell was einstellen. Dann fahren wir gleich mal los. Ja, na egal. Lass mal es jetzt einfach mal kurz laufen. Weil ich habe im Hintergrund ein bisschen Musik drinnen. Ich schaue, dass die jetzt vom Lautstärke her, also ich, das ist jetzt mein, ja gut, teilweise erstes, so teilweise erstes Mal, wo jetzt die Musik jetzt noch ein bisschen mit rein tue, dass er ein bisschen besser ist. So, dann machen wir das hier an, Play. So, jetzt muss ich noch eins einstellen, und zwar die Lautstärke. So, dann machen wir uns mal GPS. Ich hoffe, man hört mich noch und die Musik. Level 60. Ist klar. 8 Mille. Also 8,7 Mille. So. Ja, Titan, also die Mission. Job für einen Titan ist immer irgendwie egal. Ich mag die Mission irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die macht Spaß. Aber das mieseste an da war, also ja, fast das mieseste an der Mission ist, wenn ich durch den Zaun, also durch das Gitter fahren will, Tor sozusagen, komme ich nicht durch, weil ich weiß auch nicht warum. Muss ich dann halt eben immer drüber springen. Dabei eignet sich der Truck ein bisschen dazu, da weiß er wiederum nicht. Meistens fahre ich ja Sportwagen dafür, wenn ich diese Mission mache. Meistens spiele ich auch Missionen mit Freunden, die, also mit denen ich im TS mag und dann wieder mal spiele, weil es am besten ist, also wenn man jetzt so in der Lobby halt irgendwie öffentlich mit anderen spielt, manchmal finde ich das echt nicht wirklich gut, weil manche haben es nicht drauf, also manche, nicht alle, aber nur manche, und da denke ich mir immer, spiele ich doch lieber die Mission alleine, dann habe ich ja. Ja, der Wagen sieht doch noch gut aus. Ups. Jetzt bin ich hängen geblieben. Komm. Hab's geschafft. Bei der nächsten Mission fahren wir Sportwagen. Sind wir ein bisschen schnell unterwegs. Aber zuerst fahren wir dann noch zu Tuning mit dem Sportwagen. Dann nehme ich noch ein bisschen was nachschauen, ob ich was auftunen kann. So. Ich fahre dann gleich immer so entlang, weil es sonst nichts bringt, wenn ich jetzt da rumfahre. Und ich. Ja, ich. Passt. So. Da vorne. Schanze. Und da springen wir. Ja, das ist nicht mein Springen.
mit dem Sportwagen kann ich den besser treffen, weil da habe ich bessere Geschwindigkeit drauf und der ist schmaler, würde ich jetzt mal so sagen. So, wollen wir das nochmal. Schade, dass ich noch kein Nitro drin habe, das wäre schön. Schaffe ich nicht. Oh, hohoho, das war jetzt mies. Okay, ist klar, ist klar. Manchmal fühle ich mich echt verarscht. Ja, das, wenn ich von der anderen Seite fahren, also reinfahren will, öffnen sich die Tore nicht. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. So, jetzt sind wir da. Jetzt muss ich die ganzen Typen da erschießen. Oder wenigstens ein paar davon, dass ich dann an den Laster da rankomme, den wegfahre, den dann den Titan klaue. Auf den Sniper aufpassen. So, einmal schon mal weg. Noch einer. Bip noch. Ach, kacke. Sorry. Ich steck jetzt zu aus. Reicht. Zum Glück bietet mir der Geländewagen gut Deckung. Weil ich möchte nicht in diesem Video hier so versagen, weil ich das selber ohne Aufnahme spiele. Das ist ja zurzeit seltsamerweise versage ich ein bisschen. Ups. Jetzt halt. Da ist einer. Ich weiß, dass da noch welche sind. Warum fahren wir jetzt nicht mit dem da hier? Ah, ich hab dann auf das da hinten das Gestänge geschossen. Deswegen. Ah, das ist nur noch. So, einmal schon weg. Da steht er. Nicht gerade noch einer. Ja. Meistens schieße ich die auch immer ein bisschen mal kurz so an, dass die auch erstmal auf dem Boden liegen, dass ich schon mal ein bisschen leichter habe. So. Müssen wir jetzt aber ein bisschen schnell sein, bevor wir noch mehr auftauchen. Wie gesagt. Ja, da war noch einer. Meistens versteckt sich dann, wenn ich den Laster wegfahre. Oder wegfahren möchte, immer noch meistens hier noch einer hinter dem Laster. Also. Ich habe auch zwei andere Waffen, aber die AK ist irgendwie in der Mission die beste für mich. So, dann klauen wir mal den Titan. So, das ist jetzt eine kleine Fliegerei, was ich nicht ganz stolz drauf bin. Starten. Komm. So. Ja, keine Schrammer, aber die bringen auch nichts. Das Landen bei mir ist ein bisschen ungewöhnlich, muss ich jetzt schon mal voraussagen. Das werdet ihr jetzt dann eh sehen. Ich werde erst einmal jetzt eine kurze Zeit nicht reden, bis wir angekommen sind am Flughafen. Und dann, ja, geht's weiter mit dem Reden. Also, wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Bis dahin, sehen wir uns gleich. Derweil fliege ich.
Okay, das sammeln wir da da. Wie ich gerade sehe, machen wir einen Landeanflug. So, bei mir ist das jetzt so ungewöhnlich, also von mir aus her gesehen, ich schalte die Motor immer ab und lass mich einfach runter treiben. So, ausfahren und lass dann immer den hier, also das Flugzeug hier so über der Landebahn noch eine kurze Zeit schweben. So. So. Das Landen ist jetzt zwar jetzt nicht so das Beste gewesen, aber ich habe es schon mal besser gekriegt. Aber ich mache das meistens immer so, dann kann ich immer schon noch ein bisschen in der Luft gleiten und dann schön landen. Das ist nämlich immer das Beste. Ja, Geld verdient, passt. Nächste Mission wird eine Drogenmission sein. Ja, genau, die hier. Das ist eine, also von mir her gesehen, eine gute Mission. Die ist fast die, die an, also das Abgabeort ist dieselbe wie eine andere Drogenmission. Und vom Fliegen her, wie ihr gesehen habt, bin ich jetzt nicht wirklich der Beste, wie man hier sieht. Da muss ich noch ein bisschen fliegen üben. Oder mehr Flugzeug kaufen, sagen wir es mal so. Gut. Dann holen wir uns mal die Drogen von dem Typen. So, das ist jetzt auch wieder so eine Mission, wo ich dabei gerne spiele. Ich habe die Mission, sagen wir es mal auch so, mehrmals schon gespielt. Ja, um ein bisschen Geld so mal hier und da reinzubringen. Hier habe ich nicht ohne Grund ein Snipergewehr ausgewählt. Gut, ich habe es fast bei jeder Mission ausgewählt. Und zwar. Ja, das war der Falsche. Ich wollte eigentlich den erledigen, gleich den habe ich drungen. Ups, das war mein Wagen. Da. Die zeigen sich immer so kurz. Komm, zeigt euch. Ja gut, dann müssen wir eben hinfahren, wenn es denn anders geht. Starten. So, auch erledigt. Ja, einer lebt nur, glaube ich. Oder? So, dann sammeln wir hier noch das Geld und die Munition ein bisschen so auf. Oh, stimmt, das war noch von der vorherigen Mission. Ich habe mir jetzt gerade gewundert bekommen, von den anderen 15.000, ja. Das hätte mich echt verwundert. Wenn mir nicht gerade noch eingefallen wäre, ich habe die Mission davor noch eine gemacht. Ja, das ist manchmal bei mir so ein kleines Problemchen. Meistens merke ich mir nicht, was ich davor schon gemacht habe für eine Mission. Weil eigentlich überweise ich das Geld immer gleich auf die Maisbank. Falls mal ich sterben sollte. So, dann kommen jetzt noch ein paar grüne Autchen und da schießen wir dann hoffentlich den Vater raus und den Beifahrer. Oder? Seit wann steht da ein anderes Auto? Geil! Ich hab den Vater erwischt. Geil! Nicht schlecht. Na, da kommt schon der nächste Feind. Ja, das hat mich geschossen.
So, auch erledigt. So kann man auch ein bisschen EP noch dazu verdienen. Man könnte jetzt noch das Geld von denen einsammeln, aber das mache ich meistens nie. Na gut, ich hätte jetzt auch abbiegen können. Aber ich fahre meistens immer hier hin und dann biege ich hier ein. Hier ein. Wer die andere Drogenmission kennt, der weiß bestimmt, wo ich gerade hingefahren bin. Und ja, derselbe Abgabeort. Ja, leider ist. Frage, wie viel Geld kriegen wir? Das werden wir jetzt irgendwie sehen. Ja. Für mich das ist es eigentlich ganz in Ordnung. Die Mission machen wir auch nur gleich. Wie gesagt, 2 bis 3 Missionen und dann überweist mir das Geld auf die Maisbank. Dann fahre ich noch schnell in die Werkstatt. Ja, genau. So. Und los geht's. Die Mission habe ich auch schon mehrmals gespielt. Die ist für mich jetzt her eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Snapperware, wie man mich jetzt eigentlich kennen müsste. Und das finde ich immer noch ein bisschen blöd. Hüpfe ich immer über den Zaun. Das, ja, viel Schaden kriege ich jetzt da nicht, aber das finde ich manchmal schon ein bisschen bescheuert. Sorry für das Wort. So. Dann, ich habe mir das nämlich schon so oft jetzt durchgemacht. Muss ich hier markieren und dann dahin fahren. Eigentlich habe ich die Mission nochmal mit dem Pegassi Reaper gespielt. Das ist der Sportwagen, den ich habe. Zurzeit. Ja, diese Autos nerven. Wenn du gerade mal denkst, kannst du gescheit aus gerade fahren, kommt der Auto, biegt auf deine Strecken ab. Na, das nervt immer wieder. Also da habe ich mich schon mehrmals drüber aufgeregt. So. Und ein paar Meter. Also meistens macht es mir das immer Spaß, wenn ich springe, Co. Das macht mir am meisten Spaß. Aber man muss halt eben auch ein bisschen richtig landen noch können mit dem Wagen. Dann passt's. Ich weiß nämlich, wo der Tanklaster abbiegt. Und zwar nämlich auf die Nebenspur nehmen. Also hier. Und zwar, da ist er. Dieser Laster. Jetzt ist mich gleich wieder ein bisschen lustig. Oh geil, biegt da mal anders ab. Oh, das ist nice. Ah, Mist, ich habe ihn nicht erwischt. Ich glaube, ich habe ihn nur getroffen. Ja, ich habe ihn endlich erlebt. Aus dem Weg. Ich stelle jetzt auf meinem Wagen mitten auf die Straße. Hey, hey, hey. Upsi. Ja gut, die Bullen kommen so oder so, wenn ich den Laster klaue. Es ist grundsätzlich so. Weil das ist nämlich eine Spezialliefer. Ich hab's einmal so vergeigt, dass ich einen. Also ich hab's mal so vergeigt, dass ich einen Abhang runtergefahren bin. Der, da ist dann der Anhänger. Der ist dann abgefallen. Na, da müssen jetzt die Bullen nicht wieder. Das mit den Bullen. Nee, nee. Aber da bin ich jedes Mal rausgekommen, zum Glück.
Ich hoffe, ich kenne die Strecke jetzt auswendig. Aha, nein, vor mir. Es wird ein bisschen schwierig, muss ich zugeben, wenn der Polizist weiterfährt. Upsi. Könnte ich nach oben abbiegen und dann anders da weiterfahren? Weil ich müsste eigentlich schon Richtung dies. Ja, ich bin eigentlich schon in der Nähe, wo ich hin müsste, aber das sind die Polizisten in der Nähe. Sag dich doch, ich bin in der Nähe. Ich muss meistens immer wieder neu überlegen, die Strecke, weil ich kann mir nicht alle Strecken jetzt hier merken, wo ich für die Mission fahren muss. Es sind zu viele. Fahren wir schon mal gleich wieder entlang. Wir sind nicht da so kurvenmäßig fahren. So. Abgeliefert. Perfekt. Ein bisschen weniger als bei der letzten Mission. Aber für mich in Ordnung. Machen wir frei im Modus, dass wir wieder zurückkommen. Jetzt müssen wir eine Weile warten. So, also ein Fahrzeug habt ihr bisher noch nicht gesehen, und zwar den Panzer. Den habe ich mir auch gekauft. Den werde ich jetzt aber nicht bestellen. Aus guten Gründen, weil ich keinen Bock habe, den jetzt irgendwo hinzustellen und auf ihn aufzupassen oder was auch sonst immer. Ich habe keinen Bock drauf. Den fahre ich meistens dann nur, also das kann ich jetzt so erklären, ja, die fahre ich meistens nur dann, wenn ich irgendwas platt machen möchte oder einen anderen Spieler erledigen möchte, nur so, wenn es meistens mich erledigen. Ja, manche müssten das kennen. Meistens gehe ich mir anders aus der Mission raus und nicht immer in freiem Modus. Ich beende es meistens anders, weil es besser ist für mich. Weiß auch nicht warum, aber ich mache es immer so gern. So dauert es meistens immer nur etwas länger. Und das mag ich einfach nicht. Die Links zu den Videos, also zu den Songs, Musikvideo, tue ich auch noch in die Beschreibung rein. So, dann mal. Also das sind jetzt erstmal nur zwei Lieder. Ja, Lieder. Mehr Lieder kommen dann noch anders mal dazu. Muss da noch ein bisschen so suchen und so. Ja, dann passt es ja schon. So lange warten. Das habe ich bisher schon lange nicht mehr gehabt. Meistens gefällt mir das immer nicht. Ja, ich hab's befürchtet. Sagen wir mal so. Wir machen jetzt an dieser Stelle Ende. Leider. Es passiert seltsamerweise ab und zu mal. Ich lasse es einfach immer so wirken und dann beende ich das Programm eh. So, also grundsätzliche Beendung des Videos. Beim nächsten Mal, wenn wir uns auch wieder GTA sehen, werden wir dann Werkstatt fahren und dann noch. Ja, vielleicht wieder Mission machen oder mal so rumfahren. Ein bisschen was zerschießen oder Geld klauen aus Märkten. Ja, gut.
Also, bis zum nächsten Mal in GTA. Ciao.